Gerade eben hast du noch im Internet gesurft und nun geht nichts mehr? In diesem Video möchten wir dir zeigen, wie du mögliche Fehlerquellen eingrenzt und die Einschränkungen im besten Fall schnell selbst behebst. Dieses Video ist für alle heimischen Anschlüsse, die nicht über Mobilfunk laufen, also für DSL, Glasfaser und Kabelanschlüsse. Vorweg ist es wichtig zu verstehen, dass sich Störungen in der Regel nicht ankündigen und alles früher oder später kaputt gehen kann. Die zu beachtenden Störquellen können dabei durchaus vielfältig sein. Daher möchten wir dir als einfache, schnelle Hilfe die O2MyService-App empfehlen. Einfach auf deinem Smartphone installieren und mit dem heimischen WLAN verbinden. Schon werden Schritt für Schritt alle Störquellen überprüft und dir der Weg zur Behebung der Einschränkung aufgezeigt. Die O2MyService-App steht im App Store sowie Play Store kostenfrei zum Download zur Verfügung. Schauen wir uns die häufigsten Störquellen an. Zu Beginn solltest du klären, ob nur ein Endgerät in deinem Netzwerk von den Einschränkungen betroffen ist. Ist dies der Fall? Dann ist die Fehlerbehebung direkt an diesem Endgerät vorzunehmen. Ein Neustart dieses Endgerätes kann schon sehr häufig die Lösung sein. Sehr häufig kommt es übrigens vor, dass nur die kabellose Verbindung per WLAN im heimischen Netzwerk nicht mehr funktioniert. Teste daher, ob eins deiner Geräte, zum Beispiel dein Laptop, PC oder auch TV, die gleichen Einschränkungen mit angeschlossenem LAN-Kabel hat. Manchmal reicht es übrigens schon aus, deine WLAN-Einstellungen zu optimieren. Wenn du hierzu mehr erfahren möchtest, haben wir dir unsere Service-Seite mit dem Thema WLAN einrichten und optimieren in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes ist ein Blick auf die LEDs deines Routers sinnvoll. Bei einer Störung können diese blinken, gar nicht leuchten oder eine der LEDs leuchtet rot. Eine Übersicht unserer Router und den Handbüchern inklusive Bedeutung der unterschiedlichen LEDs und deren Fehlerbeschreibung haben wir dir in der Videobeschreibung verlinkt. Die genaue Bezeichnung deines Routers findest du in der Regel auf der Rück- oder Unterseite deines Gerätes. Trenne deinen Router einmal für 20 Sekunden vom Stromnetz, so wird er neu gestartet und kleinere Softwarefehler werden automatisch behoben. Die letzte selbst zu behebende Fehlerquelle kann die Verkabelung zwischen der Anschlussdose und dem Router sein. Überprüfe an der Dose und deinem Router, ob alle Kabel fest sitzen und im vorgesehenen Steckplatz platziert sind. Verwende möglichst nur die mitgelieferten Originalkabel. Falls dies nicht möglich ist, prüfe zumindest, ob die Störung mit der Originalverkabelung weiterhin auftritt. Sollte keiner der bisher gezeigten Tipps geholfen haben, melde die Störung bei unserem Serviceteam an der Hotline. Bitte achte darauf, dass du dich bei der Störungsmeldung direkt vor Ort und beim Router befindest. Halte deine Festnetz- bzw. Kundennummer und deine vierstellige persönliche Kundenkennzahl bereit, um eine schnelle Bearbeitung sicherzustellen. Alle Daten findest du jederzeit im MyNO2-Bereich hinterlegt. Sobald wir deine Störungsmeldung entgegengenommen haben, wirst du über den weiteren Ablauf per SMS bzw. E-Mail informiert. Wenn du unsere Tipps Schritt für Schritt durchgehst, kannst du die Fehlerquelle sehr schnell eingrenzen und letztendlich beseitigen. In der Videobeschreibung findest du zusätzlich viele hilfreiche Links. Und denk dran, am einfachsten und schnellsten geht das Ganze mit Hilfe der O2MyService-App. Das soll's gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.